Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um Cat Person. Ein wirklich sehr interessanter Film. Was er kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst gleich schon mal ein Abo oder aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Los geht's! Einer von uns muss sterben. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Margot. Die ist 20 Jahre alt, studiert und arbeitet nebenbei an der Kinokasse, um sich was dazu zu verdienen. Dort lernt sie dann auch Robert kennen und nach ein paar Konversationen tauschen sie dann auch Nummern aus und ja, da entwickelt sich eine Art Beziehung daraus. Also die beiden schreiben sehr viel und zu einem richtigen Date kommt es irgendwie nicht und wir erfahren hier so nach und nach, wie aus dieser Beziehung etwas wird, in Anführungszeichen. Ich will nicht zu viel verraten, weil das Ganze wird deutlich anders, als man es erwarten mag. Ich will nicht sagen, in welche Richtung es geht, aber es ist durchaus spannend. Es geht vor allem auch mehr in die Thriller-Richtung, anstatt in die Romanze. Es ist nicht so dieses typische Teenie-Ding, aber es ist trotzdem sehr, sehr authentisch gemacht, wie die Figuren reden, sich verhalten und es macht einfach Spaß zuzugucken, weil es spannend gestaltet ist und vor allem auch viele wichtige Punkte mit anspricht. Also der hat auch eine Message mit dabei und es ist insgesamt von der Erzählweise, von der Story her super spannend. Dementsprechend da 4 von 5 Punkten echt cool geworden. Weiter geht's zum Schauspiel. Da muss man sagen, macht die Hauptdarstellerin Emilia Jones einen richtig guten Job. Also die ist authentisch, das funktioniert gut. Die kennt man unter anderem auch aus Coda. Dort hat sie eine Hauptrolle übernommen. Und dementsprechend ist der Cast gut besetzt, auch wenn einige Figuren teilweise ein bisschen überspitzt sind. Aber es dreht sich alles um sie und das macht sie richtig gut. Dementsprechend Cast 4 von 5 Punkten echt gut geworden. Technisch muss ich sagen, ist das Ding am Ende schön geworden, hochwertig produziert. Er macht relativ wenig besonders hier, aber so ist der Film insgesamt sehr solide. Also da kann man nicht meckern, das ist schön gedreht worden und er ist natürlich so ein bisschen brüde in Anführungszeichen, aber das ist halt dem PG-13 wahrscheinlich geschuldet und dass der in den USA halt ja, überall laufen soll und vor allem halt hauptsächlich Teenager ansprechen soll. Deswegen aber auch nicht schlimm, muss man sagen, sie haben es gut gelöst, 3 von 5 Punkten. Deshalb komme ich jetzt schon zu meinem Fazit. Ich muss sagen, der Film hat mit dem Titel gefühlt nicht so richtig was zu tun, aber es macht Spaß zuzugucken. Es ist authentisch, es ist mitreißend und es verändert sich vor allem in eine Richtung, die man anfangs so gar nicht erwartet. Dementsprechend bin ich echt gespannt, wie der aufgenommen wird. Er ist auf jeden Fall für ein Publikum so um die 20 rum, auch Teenageralter. Dementsprechend auch wirklich kann ich den für diese Altersgruppe empfehlen. 4 von 5 Punkten von meiner Empfehlung her, zusammen mit dem tollen Schauspiel. Das ist einfach eine gute Kombi. Insgesamt 15 von 20 Punkten. Ich wurde echt überrascht. Ich habe nichts erwartet bei dem Film, wie ich reingegangen bin. Und echt umgehauen worden, weil es echt unterhaltsam geworden ist. Und ich habe jetzt sehr oft echt gesagt. Dementsprechend, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Schaut auf den Kanal vorbei. Aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.